Ja, ich habe gerade 300 Holz dafür verbraucht. Da liegen jetzt 300 Holz in der Mitte. Schön, Opferer, oder? verzieh dich. Moment, Moment, Moment. Jetzt ab. Okay. 300 Holz. Ja. Wie viel kostet denn einer von denen? 6. Ja, okay, gut. Ich verstehe die. Ein, zwei Holz mehr. Aber ich frage mich gerade ein, falls es dir noch nie aufgefallen ist. Die haben keine Holzfällehütten mehr. Die haben kein Holz mehr, aber wer ist sich auf der Seite? Oh, das heißt, sie müssen von anderen Ressourcen leben. Oh, das ist hart. Das ist richtig hart. Das heißt, sie können nur noch Holz kaufen. Oder halt immer noch wie blöd versuchen, zu uns zu kommen. Oder das. Es werden Rekruten und es nicht schaffen. Außer sie brechen die Mauer ein. Und selbst das werden sie nicht schaffen. Du weißt ja, der Wille zählt immer bei denen. Ja. Oh, ich kann hier. Oh, guck mal, ich kann noch einen, eine Mühle bauen. Das heißt, das nicht dort Essen ist da. Ich hab grad nochmal ein paar Bogenschützen gemacht. Ich möchte immer noch nicht das haben. Ich will immer noch so einen Kessel. Genau dahin. So aufs Tor kommt jetzt auch noch so ein Kessel und ein paar Bogenschützen. Habe ich ja noch nicht genug. Das kommt weg. Das kommt weg. Ja, ich, Oh. Hallo. Ich mach mal einen kurzen Besuch da drüben. Wir benötigen mehr Gold. Das hat ja noch nicht so ganz funktioniert. Ich habe noch mal eine Balliste gebaut. Oh, wundervoll. Also ich glaube, wenn jetzt jemand uns angreifen will, der kommt nicht mal ansatzweise bis an die Mauer. Also bei dir auf jeden Fall nicht, bei mir vielleicht noch. Das glaube ich auch nicht bei den Massen an Schützen. Außer er kommt jetzt irgendwie mit 300 Drittenen, weiß Gott was. Pegasus. Panzer, nein. Panzern, Brittenen Panzern. Mit T-34 Panzer, nein. Wie sehen denn berittene Panzer aus? Berittene Panzer, das ist das arme Pferd. Das tut mir jetzt schon leid. Ich hab hier wieder Zeug. Eure Verbündeten. Ich hab schon wieder haufenweise Stein. Also ein bisschen Stein machen. Essen bekommen. Verkaufen. Mit Stein machen. Ich verkaufe. Oh, ich weiß, was ich damit machen könnte. Was? In der Mitte zumindest. Jetzt bin ich gespannt. Noch ein paar mehr Wände machen. Achso. Ein paar Zwischenwände. Ja, klar. Wir haben ja noch nicht genug. Du hast vollkommen recht. Unsere Schatzkammer leert sich. Tun wir noch was Sachen löschen? Ach so, stimmt. So löscht man Sachen. Oh, da trauen sich ein paar Bogenschützen. Nein, das traut sich jedoch niemand, uns anzugreifen. Und sie versuchen schon wieder Sachen bei uns hinzubauen. Nee, das sind meine. Jetzt. Jetzt hacke ich das weg, damit er nicht nochmal auf die dumme Idee kommt. Aber jetzt stell dir mal vor, was passiert, wenn wir uns das Holz ausgeben, dann haben wir ein Problem. Och, wir können kaufen, das ist nicht das Problem. Wir können alles, was wir nicht an Holz haben, können wir mit Essen zukleistern. Also, ihr habt nicht genügend Güter. Ich sehe da ganz entspannt in die Zukunft. Das Volk huldigt. So, ich habe jetzt mal was ganz Freches gemacht. Oh, okay. Ich habe jetzt eine Verbindung zu der vorderen Mauer mit der Hauptmauer gemacht. Okay, das ist echt fies. Da stelle ich jetzt ein paar Steinschleuderer drauf. So. Ich, seid ihr überhaupt Steinschleuderer? Andere Frage. Ja, seid. Okay, gut. Ich war mir gerade nicht sicher. Ich besuche unseren Freund mal auf der anderen Seite. Und versuche liebevoll mit meinen angreifenden Truppen ihm entgegenzuwirken. Okay, so, jetzt räumen wir mal hier auf. So, der macht sogar das Tor für mich zu, wie schön. Nur gut, dass es ihm nichts bringt, weil einfach der ganze linke-rechte Weg frei ist. Eine Nachricht von Kaiser Friedrich. Wir sind bereit. Kommt nur. Ihr werdet zugrunde gehen. Oha. Das wird lustig. Hat Wunder? Hat Wunder hinter.
Okay, ich kann mich gerade ein bisschen behaupten. Ja, ich denke... Ich kümmere mich so, ja, um die Verteidigung ist richtig. Also ich habe noch 43 Leute, die marschieren gerade beim Gegner ein. Bei welchem Gegner? Ach, dem Gegner. Ja, genau. Da habe ich aber auch nicht den leichtesten Weg ausgesucht. Da hinten erst noch beim Blauen vorbei. Ist total dumm. Aber... Ich glaube... Eine Nachricht vom Wolf. Die metzeln sich durch. Ja. Der König ist gleich tot. König tot. Juhu! Das ist also der Tag, Herr. Jetzt macht gleich. Puff! Und die komplette Burg ist weg. Puff! Zack. Und schon ist wieder platt. Wieder habe ich das Gefühl, dass sich jetzt da gleich irgendeiner breit macht. Ja, nee. Mal schauen, ob die anderen jetzt ein bisschen krasser agieren. Wenn nicht, dann machen wir den rechten platt und hoffen, dass sich der zumindest in der Mitte mal ausbreitet und versucht uns mal richtig in den... Das glaube ich eher weniger. So schlau sind die nicht. Weiß ich nicht. Wir müssen es einfach mal austesten dann. Ihr habt nicht genügend Güter. So. Keine Ahnung, ich arbeite irgendwie gerade nur mit den Söldnern. Ich bin zu voll, mir irgendwelche anderen Truppen zu machen. Ich arbeite nur noch mit Söldnern. Ich irgendwie auch gerade. Ach, guck mal. Ich habe so eine kleine Idee. Wenn der weggeht. Ihr könnt das nicht. Ach, komm. Ist voll, my Lord. Oh, mein Vorratslager ist voll. Ich habe eine Kathedrale in die Mitte unserer Burg gebaut, mein Herr. Guck mal, was ich in der Mitte inzwischen gemacht habe. Wo? Ja, in der Mitte. Mitte. Alter. Da kommt keiner mehr durch. Das Volk huldigt euch. Unsere Schatzkammer. Das wird sich lustig. Also wenn sich da einer traut, irgendwie reinzuballern, dann... Oh. Oh, oh, oh. Blau wird frech. Blau wird frech. Vorsicht. Blau wird frech. Von welcher Seite? Mitte im Moment. Also da bei der Hopfenfarm bei ihm. Da hat er ein paar Kollegen platziert gerade. Oh ja, ich sehe es gerade. Ich habe so das Gefühl, dass er gleich rüberkommen möchte und kurz Hallo sagen will. Oh. Traut er sich genau einmal. Das ist auch wahr. Bis er merkt, gut, da komme ich nicht durch, ich gehe wieder. Tschüss. Hey, da traut sich irgendwas zu mir. Was? Oder glaube ich. Zumindest schießt meine Punktschüsse. Ich bin zwei größter hier. Yeah. Das ist was. Was das wohl liegen könnte. Aber uns geht auch langsam so der Platz aus für manche Gebäude, habe ich das Gefühl. Ja, jetzt wo die Kathedrale noch in der Mitte steht. Na, dezent. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Guck mal bei mir die ganze linke Seite. Ja gut. Ich habe mal ein paar mehr Schwertkämpfe gemacht. Oh, ihr könnt das willst nicht du jetzt intervenieren? Nö, aber also, ich hab für den Fall der Fälle. Ich frag mal, ich frag mal. Mit meiner Handvoll Schwertkämpfer komme ich nicht weit. Vor allem, was der mit seinen Triebböcken davor hat, da ganz der blaue, die er da irgendwo eingewurstelt hat. Aha. Ich verstehe ja auch noch nicht. Ich auch noch nicht so ganz. So ganz. Weißt du was, hier noch einer. Da noch einer. Ich muss ein paar mehr Schenken bauen, weil ich habe viel zu viel Schnaps. Also Alkohol, Bier, Brauerei. Ja, ja, schon klar. Alles gut. Ich sehe aber gerade, ich weiß nicht, ob man da drankommt, aber da links bei dir ist Pech. Ich weiß aber nicht, ob wir da drankommen. Wo? Ich probier's mal kurz aus. Doch, da unten kommst du dran. Ich setz einfach mal eins hin. Ja klar, weil bei mir unten ja, Weg es ist. Geht. Aber, ja, jetzt aber weißt du, was das größte Problem ist? Ha? Die kommen nicht vorbei, weil meine Mauer dazwischen ist. Ich habe das extra zugebaut. Sehen. Ja, okay, wir werden sehen, wie die laufen, ja. Also bis jetzt steht da dran, dass er da hinkommt irgendwie. Dann lassen wir uns überraschen, würde ich sagen. Jetzt gucke ich halt mal, wie das der läuft. Aber jetzt muss ich noch kurz gucken, ob meine Beliebtheit sinkt. Meine Steuern? Habe ich Steuern? Oh ja, ich habe Steuern. Ja, machen wir es halt nochmal weg. Eure Verbündeten. Stört mich nicht. Da. Wir teilen. Du hast einen vollen Kontospeicher. Weiß. Ich konnte nicht mehr schicken. Oh ja, ich sehe es gerade. Da schießt ein Bogenschütze auf mich. Unerhört. Ah, ne, eine Balliste.
noch unsicher. Von ihm. Die schießt auf meine Mauer und ich find's ja lustig, wie der Pfeil da gegenbrennt, wenn die nur dieses hölzerne Geräusch hört. So plong. Plüpp. Klong, klong, die ganze Zeit. Ja, ja. Und die Mauer, glaube ich, gefühlt keinen Schaden nimmt. So, wo ist jetzt mein Arbeiter? Ah! Wir benötigen ich weiß, wie er gelaufen ist. Soll ich sagen, wie er gelaufen ist? Hm? Er ist bei mir durchs Tor raus, einmal außen rum an den Gegnern vorbei und meinen Gegnern runter. Aber wenn's geht, oh Gott. Okay. Soll er es halt machen. Ja, also wenn das keine Probleme mit sich bringt, warum nicht? Außer du willst bei dir die Mauer aufmachen, damit du schneller durchkommst. Ein Stück. So krass. Ich hab einfach durch den Bierausschank plus 8. Aber guck mal, wie viele Schenken ich auch da stehen habe. Und ich habe viel zu viel Bier noch immer. Das ist voll anstrengend. Dieses ganze Bier. Trink's. Ja, trink's eben. Trink's einfach selber. Wir werden überfallen. So. Ich brauche was kommt denn jetzt? Oh, da kommt ein Blau über die Mitte. Wieder mit ein paar Bogenschützchen. Ach, guck mal, wie süß. Ich denke, sie sind tot. Und wir Holzfäller, ich denke, ja, ich hätte gern Holz. Mal wieder. Ihr könnt ja. Das nicht dort platzieren, my lord. Machen wir es mal so. Machen wir hier noch einen irgendwo. Ich versuche gerade meine Beliebtheit aufs Unendliche das auszubreiten. Euch, Sire. Los, besetzt den Pechkessel. Los. Los, los. Lauft Schnieler. Schnieler? Ja, Schneeler. Ich mach noch mehr Schwertkämpfer. Ich mach überall Fahnen dran. Aber nur, weil es geht. Ich hoffe, dass ich dadurch mehr das Volk huldigt Angstfaktor runterbauen kann. Bei einer Kapelle haben gerade schon wieder welche geheiratet. Und der Spruch, der drunter steht, ist auch wieder lustig. Was? Sie ist jünger, als sie aussieht, wisst ihr? Das Volk huldigt euch. Oh. Jakob Flachmann und Elisabeth Sturm. Okay. Der Name passt von dem Typen passt aber der Nachname passt ziemlich gut zu dem Spruch. Ja. Finde ich. Ja, doch. Der Olle. Oh, jetzt stimmt, jetzt habe ich ja einen Typen. Oh, jetzt habe ich einen für Notfälle auch noch einen Baumeister mit einem Pechkessel. Oh. Ja, das kann lustig werden. Oder auch nicht. Ich muss mal was trinken. Moment mal. Ja, dann halt nicht. Auch egal. Pech. Das nee, mein Pech muss erst noch geliefert werden. Ja, lauft, meine Arbeiter, lauft. Ah ne, es kann auch sein, dass sie bei dir durchs Tor rausgegangen sind, natürlich. Fällt mir erst jetzt auf, du hast ja auch noch da ein Tor. Stimmt. Ja, da läuft ein Gaukler von dir lang. Das ist meiner. Was ja. Machst du denn da? Ah, der treibt Ulk. Erich Riemenschneider. Ah ja. Wer bist du? Unsere Lebensmittelvorräte Jakob Liebermann. Wachsen, Sire. Das Volk huldigt euch, Sire. Giselbrecht Bimststein. Auch ein super Name. Bimststein. Wundervoll. Vor allem Giselbrecht. Giselbrecht. Als Vorname. Das hat ja auch interessant, Sire. Muss ich ehrlich sagen. Giselbrecht Bimststein. Ja, soll ich mal den rechten mal kurz beseitigen? Wenn du willst. Du musst nicht, nur wenn du willst. Okay. Bis jetzt ist er ja eigentlich ganz friedlich. Ja, ich will mal gucken, was passiert, ob ich mit 80 Leuten hinkomme. Macht Party. Ja, die Assassinen werden sich schauen. Ich finde es ja immer noch lustig, wie seine Ballist immer noch auf meine Mauer schießt und nichts passiert. Ja, das ging vorhin mit den 4 Ballisten so. Wir haben auch die ganze Zeit gegen seine Wand geschossen. Es ist exakt nichts passiert, aber es wird sich vielleicht jetzt regeln. So, ich habe eine. Ich habe mal eine Frage. Drück mal Leertaste und guck. Ah, jetzt ist schon. Ach, der eine Meuchelmörder von dir klettert bei mir über die Mauer. Bei meinem zweiten Turm. Okay. Ich jetzt klettert er, glaube ich, gleich zurück. Nee, er steht jetzt da und fragt sich, wo er lang geht. Okay. Du hast einen Idioten in deinen Meuchelmörder-Truppe.
Was machen wir? Wir klettern über die Mauer. Da warum? Ist noch einer. Bei meinem anderen Turm steht auch noch einer doof rum. Ich seh's. Alter. Eine Nachricht von Saladin. Diese Situation scheint wirklich bedenklich. Eine Planänderung. Okay, ich glaube, wir besuchen ihn gleich richtig. Ich hab ne Pech. Da klettert der Typ, klettert gerade schon wie eine Mauer hoch. Der Leuchtturm. Beim ersten Turm. Ah ja, der ist halt jetzt freundlich. Jetzt steht auf meinem Turm. Jetzt geht er wieder runter. Geht auf mein Tor. Er ist einfach freundlich. Jetzt ist er durchs Tor raus. Er läuft jetzt auch dahin. Und da ist noch. Guck mal auf dem Weg da, ganz rechts. Ja. Da steht schon wieder einer. Doof rum. Och, Kinos. Hinterm Stein. Ich hab euch nicht ausgebildet zum doof rumgucken. Und die anderen machen gerade schon Party, während die doof rumgucken. Ja. Okay, ich glaube, der Typ da hat keine Chance. Wie sieht's mit der Beliebtheit aus? Eigentlich ganz gut. Mächtig in der Schlacht. Doch seid ihr auch gerecht. Ich ergebe mich eurer Gnade. So, jetzt ziehen wir mal wieder zurück. Das ist doch... Gezwungen. Ja. Und jetzt? Ich mach's Tor zu. Du weißt, dass sie klettern können, gell? Warte, ich mach das jetzt echt mal. Ich will wissen, wie die dann... Ob die jetzt alle über die scheiß Mauer drüber klettern. Ja, klar. Sollen sie machen, Training. So, mal gucken, ob der einzige Überlebende jetzt sich aufrappelt und uns bekämpfen will. Aber ein paar drehen um von deinen Meuchelmördern. Ach, Kinders, wozu habe ich... Nicht alle wollen klettern. Ich hab euch doch was gesehen. Nein, jetzt seht ihr... Geh doch einfach da durch. Junge. Da kommen Bogenschützen. Er greift mir eine Handvoll Bogenschützen an. Oh. Oh, gegen was? Über die Mitte. Oh, Vorsicht! Ballisten! Feuer! Ach! Meine Handvoll Bogenschützen machte schon. Ach so. Und da kommt noch ein Meuchenmörder. Der eine Verirrte. Was denn da? Der läuft einfach vorbei. Der läuft einfach vorbei. So, oh, guck mal, da sterben Leute. Oh, alle tot. Oh, der Meuchenmörder ist tot. Ach, egal. Ein Idiot weniger. Dankeschön. Die armen Meuchelmörder, ey. Was machen die auch nur? Ich ruhe mich aus und arbeite später weiter. Ich habe... Schön für dich, Baumeister, dass du dich verbrannt hast. Das interessiert mich jetzt rechtlich wenig. Verbrenn dich weniger, Junge! Och, ich sorg mal ein bisschen. Das ist wahre Macht. Sorg mal für ein bisschen Nachschub bei mir. Ihr habt nicht genügend Güter. Ja, was wollen wir mit dem letzten machen? Weiß ich nicht. Wollen wir den doof anlächeln? Können wir es irgendwie so richtig episch später machen? Was beschießt der Typ da bitte? Wer? Der Gegner. Welche? Guck mal, der schießt einfach. Der beschießt sich gerade selber. Zum Teil. Nee. Der schießt da ins Leere. Der schießt da, wo sein Freund mal stand. Ich steinige dich nachträglich, du Idiot. Hä? Okay, ich frag nicht weiter. Ah nee, ich weiß ja, was der glaube ich schießt. Der schießt auf die Statue, wo der Saladin begraben ist. Ja, noch schlimmer. Weil die nimmt gerade Schaden. Der macht das Grab von dem Typen kaputt. Du hast scheiße gearbeitet. Stirb. Nochmal. Übrigens, was ich sehr interessant finde, ist, dass der Wolf quer durch sein Dings gebaut hat. Durch seinen Steinbruch gebaut hat. Ja, ja. Und er kommt trotzdem raus, liebevollerweise. Ja, mal gucken, ob der sich ein bisschen aufbessert hier. Ich hätte mal Lust, irgendwie seine Bude in Brand zu setzen, irgendwann mal. Ich auch, wenn ich wieder Gold hab. Irgendwann mal. Junge, ach, warte. Ich kann ja Sachen verkaufen, da war ja was. Könnt ja mal was von meinen 380 Steinen verkaufen. Du hast eine kleine Finanzspritze bekommen von mir. Ich gebe mir gerade auch noch selber ein bisschen was und mein ganzes Eisen noch und schon bin ich wieder bei 5000. Ja. Holz kann man auch noch ein bisschen verkaufen.
Ist doch ein Deal. So. Jetzt hat sie. Was brauche ich dir? Sklaven. Feuerwerfer. Ach, ein paar Feuerwerfer werden tot. Oh, machen wir so eine richtige schöne Feuerwerferattacke auf den Typen da. Darauf hätte ich jetzt richtig Lust. Ich habe 24. Ich habe 50. Ich komm mit dir, Oh, warte mal, der besucht dich gerade nicht. Das sind deine Truppen. Was ist mit meinen Truppen? Deine Dings? Ja, hey, mein Schwertkämpfer, die hab ich jetzt mal dahin postiert. Das wird die auch mal ein bisschen Arbeit kriegen, falls mal wieder was kommt. Ach so. Sonst langweilen die sich ja noch irgendwann. Ja, das verstehe ich. Ich mach grad noch mal 24 Feuerwerfer. Ja, ich hab 66 jetzt. Also wenn du Lust hast, wir können gerne rüber. Also wenn, ja, ich würde erstmal meinen Schruppen alle da vorne postieren. Ja, mach. Ihr habt nicht genügend Güter. 46 habe ich jetzt schon. Oh. Ja, das wird lustig. Ach, guck mal, der wird über die Mitte zu kommen. Guck mal, wie süß. Mal wieder. Ich überlege mir gerade, was wir in Brand setzen wollen. Einfach alles innen drinne oder... Keine Ahnung. Ach, wir machen einfach. Das wird schon. Einfach immer fest die Truf, wie Reinhard sagen würde. Ja. Stimmt, das haben wir auch lange nicht gespielt. Ach Gott. Das Company of Heroes auch schon lange nicht mehr. Ja, das ist auch wahr. Mensch. Okay. Also meine Truppen sind da. Die vermischen sich jetzt liebevoll mit deinen. Kann man auch irgendwie ein bisschen falsch verstehen. Ach komm. Wenn man drüber nachdenkt. So schlimm ist es jetzt auch nicht. Ja, habe ich auch nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, wenn man genauer drüber nachdenkt. Ich überlege gerade, ob ich meinen Schwertkämpfer einfach aus Spaß mitkommen lasse. Eigentlich brauche ich die ja nicht, weil die Verteidigung ist on point. Ja. Also Verteidigung ist sowieso jetzt gerade so... Das sieht irgendwie mega interessant aus, diese Mischung aus Orange und Rot. Ist echt so. Warte, ich stelle noch die Schwertkämpfer mit rein. Ach, weißt du was? Ich hole mal ein bisschen Deckung noch mit. Ich nehme mal ein paar berittene Bogenschützen mit. Es werden Rekruten benötigt sein. Wir werden überfallen. Wir werden gerade überfallen. Ach so, weil meine Leute natürlich... Ach, egal. Ich habe wieder eine helle Kompanie dabei. Ich mache bei mir mal das Tor zu jetzt. Ja, ich bin das zweitgrößte Herrscher. Das wusste ich schon immer. So, ich bin da. Oh, Moment. Meine Reiter kommen jetzt nochmal schnell vorbei. Hui. Ich bin ready. Meine Männer sind alle da. Okay. Meine 62 Feuerwerfer und 21 oh Gott. Anderen Typen. Das wird lustig. Okay, also ich bin bereit. Ich auch. Dann würde ich sagen, ich schicke vielleicht erstmal meine Berittenen vor und dann machen wir Feuer, Feuer. Okay. Okay. Warte, ich schicke meine Schwertkämpfer mit. Ja, gerne. So. Ja, dann lass uns schon mal mit den Feuerwerfern vorgehen, weil die sind ja langsam. Meine Schwertkämpfer auch. Ja, der hat jetzt ein Problem, würde ich sagen. Wir werden überfallen. Oh, aber... Eine Nachricht vom Wolf. Okay. Ran an die Welle. Also an die Wand da hinten. Ja, ja, wir werden überfallen. Ist mir auch klar. So schlimm sind wir jetzt auch nicht. Eine Nachricht vom Wolf. So viel muss man euch zugestehen. Ihr kämpft besser als euer Vater. Ich lass mal meinen Schwertkämpfer die Balliste da vorne an der Mauer angreifen. Eine Nachricht vom Wolf. Ein Schwächling. Ihr solltet keine Armee führen. Na komm, geht vor, geht vor, geht an die Mauer. Flott. Wir wollen alles anzünden. Oh, ich komme gar nicht hinter die Mauer. Kommst du hinter die Mauer? Doch. Ich höre was brennen. Ich auch gerade. Aber ich weiß nicht was. Ah, da vorne ein Stück Mauer. Oh, 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 unsere Truppen, unsere Truppen, unsere Truppen. Der hat alles abgerissen.
Oh Gott, ich habe irgendwas angeklickt und dann hat er angefangen, einfach alles abzureißen. Ah, von mir hatten nur 12 abgemacht von meinen Typen. Okay, gut, bei mir sind es halt. Ich bin jetzt gerade über den Haufen geschossen. Ja, das geht mir nicht anders. Ja, dann. Aber leider brennt es bei ihm nicht drin. Oder noch nicht zumindest. Ach, ich hab da so eine Idee. Ach, guck mal, das Feuer ist ein bisschen weiter vorgeschritten. Würde ich sagen. Ui, Feuer! Feuer! Okay, bei mir sind leider alle weg. Ja, aber da sind Armbrustschützen auf dem Tor. Auf dem Tor, meine ich. Ja, 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 ja. Aber aufpassen wegen dem Feuer. Ja, ja, ich hab nur noch die paar. Oh. Aber die Mitte brennt. Es brennt alles. Aber er hat jemanden, nee, noch nicht der löscht. Alles, aber das meiste. Ja, er löscht aber gerade mutig. Richtig schummelst Tor. Soweit es geht. Ja, okay. Für die Freiheit. Kannst ja schon mal Verstärkung holen. Okay. Es werden Rekruten benötigt. Langsam. Sein. Zur Stelle. Oder ich reiß einfach ein Stück Mauer ein. Oder ich glaube, das geht schneller. Das, was am schnellsten geht gerade. Ja, wobei einreißen wirst du bei meinen Truppen jetzt nicht unbedingt müssen. Ich reiß trotzdem Mauer ein. Ja, 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 ja. Das steht dir frei. Es werden Rekruten benötigt. Auf. Auf nach vorne. Oh, es brennt wieder alles noch mal ein bisschen mehr. Hupala. Woher kam das denn jetzt? Meine ganzen Assassinen klettern über die Mitte. Ach, egal. Frag nicht. Was? Sind die gerade ernsthaft über die... Ja. Und da steht immer noch ein Assassine bei dem Turm. Und da sind schon wieder welche stehen geblieben. Ja, aber diesmal eine ganze Kolonie, ey. Sie haben sich vermehrt. Und wieso stehen da noch drei Feuerwerfer? Ist mir auch gerade aufgefallen. Ich schick die gerade vor. Deserteure. Tötet sie. Nein. Deserteure. Amateure. Warum brennt alles hinten bei deinen? Und die stehen mitten im Feuer? Ja, weil die... Ist doch egal. Die Handvoll. Ah ja. Die paar. Die zwei, drei. Müssen alle in Opfer bringen. So, ich töte gerade noch schnell seine Armbrustschützen da vorne. Ja, ich denke. Jetzt sieht's besser aus. Er sollte sich noch gerne mal selber beschießen. Oh, ich glaube, das geht sogar jetzt echt zu Ende. Das war eigentlich gar nicht meine Absicht. Er ist noch Half-Life. Oh ja, Viertel. Was? Er spielt Half-Life? Fast und tot. Oh, okay. Das ging schnell. Aber wir hatten jetzt gerade keinen schweren Gegner gehabt, also... Nö. Wobei am Anfang haben die Typen in der letzten Runde uns etwas genervt. Ja, ja. Ja, ja. Ja, diesmal war ich der Bessere. Oh, Wolf war sogar besser als du, krass. Hätte ich nicht gedacht. Ja, ja. Aber warum? Was hat er denn besser? Weiß ich nicht. Ach, er hat mehr Geld verdient vielleicht. Ja, ja, das kann sein. Ich habe noch immer am meisten Geld verdient wieder und am meisten Ressourcen gewonnen. Aber wir, der Wolf und ich haben fast gleich viel Waffen hergestellt. Das war, glaube ich, das. Krass. Krass. Okay. Ja, dann würde ich sagen, ich beende auch langsam mal die Aufnahme, gell? Oh. Stimmt, da läuft ja eine Aufnahme. Ja, natürlich. Und der Stream läuft auch noch immer. Deswegen ja, das ist mir klar. Erstmal sagen, tschüss auf YouTube. Tschüss.